Hallo alle und willkommen zu dem Let's Play zu Neo von Level Up. Neo ist ein Spiel, das würde man wahrscheinlich als ein Dark Souls-ähnliches Spiel bezeichnen. Also ein Spiel, das würde man sonst bezeichnen als ein 3D-Action-RPG, was aber auch sehr auf einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad angelegt ist. Trotzdem hat Neo sehr viele Unterschiede zu der Dark Souls-Serie und die werden wir heute unter anderem begründen. Und dafür springen wir jetzt erstmal ins Spiel hinein. So. Jetzt wird es erstmal ein kleines Intro geben. Das Spiel ist jetzt zwar auf Deutsch eingestellt, aber trotzdem wird es englische, gälische und auch japanische Stimmen geben. Aber zum Glück gibt es Untertitel, deswegen muss man jetzt nicht mehrere verschiedene Sprachen können, um da jetzt mitverfolgen zu können, was da passiert. Gerade auch im Intro auch sehr viel Text noch, deswegen werde ich auf jeden Fall allgemein auch über Cutscenes vielleicht auch mal ein bisschen drüber reden. Ich hoffe, das stört die Leute nicht zu sehr. Aber die eigentliche Story von Neo, so wenn man es mal so salopp gesagt ist, es ist eigentlich die japanische Son Goku-Ära, also wo sehr viele verschiedene Staaten gegeneinander gekämpft haben. Und ich glaube so ungefähr 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, Ende 16. Jahrhundert ungefähr. Und auch wenn es zwar auf historische Personen zurückgeht und auch ungefähr die Verläufe des Krieges zurückgeht, natürlich sehr viel übernatürliche Sachen passieren, es werden Monster passieren, auftauchen, es werden übernatürliche Fähigkeiten benutzt werden. Und ja, hier aber erstmal der Einstieg, wo wir uns noch in England befinden, denn wir spielen nicht als einen Japaner, sondern wir spielen als einen Briten. Die Person, als die wir spielen, ist William Adams, auch bekannt als Miura Anjin, der damals wirklich nach Japan gesegelt ist und auch dort beim Krieg mitgewirkt hat. Aber zuerst erstmal müssen wir nach Japan kommen, deswegen ist das erste Level hier jetzt erstmal in London selbst. Und hier auch gleich wird gezeigt, dass eigentlich Übernatürliche an diesem Spiel, was hier benutzt wird, ist Amrita. Und Amrita ist einfach ein mystisches Gestein, was Seelenkräfte beinhaltet und was Leute zum einen super stark macht, aber auch was Leute, naja, auch in Monster verwandeln kann. Und das wurde hier alles erstmal ein bisschen angerissen, aber wie genau sich das eigentlich dann auswirkt, das werden wir dann auch gleich sehen. Hier jetzt der Tower of London, eine beeindruckende Festung, die von König Wilhelm I. zum Schutze Londons errichtet wurde. So, steigen wir gleich ein. Da steht zwar jetzt B, aber ich benutze die A-Taste, denn die Steuerung in diesem Spiel ist ein bisschen komisch einzustellen. Ich wollte nämlich, wie ähnlich bei anderen Dark Souls-Spielen, dass Sprinten auf der B-Taste liegt. Und es ist zwar möglich, Sprinten auf die B-Taste zu legen, aber man muss dann extra noch die Einstellungen für OK und Abbrechen extra verändern. Und dafür gibt es extra in dem Menü eine Einstellung, um OK und Abbrechen zu vertauschen. Also, falls man jetzt sich sagt, okay, ich habe jetzt andere Souls-artige Spiele gespielt, aber mir gefällt die Steuerung hier nicht, kann man sich trotzdem die Steuerung genauso einrichten, wie man sie dann gerne hätte. Und so, da bin ich immer ein Fan von den Spielen. So, das ist jetzt gälisch gewesen, wir werden jetzt nur ein bisschen davon hören. Und natürlich eine Menge Englisch. So, und da gehen wir auch schon los. Ich muss noch sagen, ich habe Neo schon mal gespielt, aber ich bin jetzt nicht wirklich ein Profi oder sowas. Eigentlich sollten wir uns hier eine Waffe holen, aber man kann ja auch einfach zusammenboxen und ich finde Boxen eigentlich viel interessanter, als mir jetzt eine Waffe zu holen. Vor allem, weil Boxen auch sehr effektiv ist, komischerweise. Man statt mir die Waffe aus dem Nebenraum zu holen, hole ich mir einfach seine Waffe. Das hier ist ungefähr so das Gameplay, was wir jetzt für die nächsten paar Stunden sehen werden. Also nicht Boxen gegen eine Person mit einem kleinen Schwert. Aber auf jeden Fall dieses 3D-Action-Gameplay, wo man sich um Feinde herum bewegt, versucht, ja, Angriffen auszuweichen, zu kontern, sehr viel rollen, sehr viel herumspringen. Mit einer Waffe kann man auch blocken. Und blocken in dem Spiel ist sehr interessant, denn es gibt keine Schilde, sondern blocken tut man einfach mit der Blockentaste. Und auch wenn man kein Schild hat, tut man trotzdem den gesamten Schaden, den man sonst erhalten würde, blocken. Außer es sind besondere Magieangriffe, dann geht das nicht immer so wirklich. Da man aber auch jeden wirklichen Schaden blocken kann, heißt das, dass eine defensive Spielweise auf jeden Fall belohnt wird in diesem Spiel. Aber ja, defensiv finde ich nicht persönlich so wirklich interessant, deswegen werde ich schon ein bisschen aggressiver spielen, als man das eigentlich sollte. Man kann auch Pfeile blocken, jetzt hat er nicht geschossen, aber man kann auch Pfeile blocken und normale Geschosse.
Und man kann Leute mit Fernkampfwaffen dazu bringen, dass sie ihre Fernkampfwaffe rausholen, dann auf sie zurennen, dann holen sie ihr Schwert raus, dann wieder weggehen, holen sie wieder ihre Fernkampfwaffe raus und immer so weiter. Also man kann Leute mit Fernkampfwaffe wirklich, ja, mit denen spielen, wie man will. Und genau deswegen werden Leute mit Fernkampfwaffen, besonders in späteren Gegenden, immer so auf hohen Klippen draufstehen, wo man nicht so einfach schnell hin kann. Man sieht auch gleich, man tut hier sehr viele verschiedene Gegenstände aufsammeln, die man anlegen kann. Mehr als andere solche ähnlichen Spiele gibt es hier wirklich sehr ausgeprägte RPG-Elemente. Sorry. Wo man sehr viele verschiedene Ausrüstungsgegenstände einsammelt, die man auswählt und anlegt und die auch alle verschiedene Werte haben. Ich kann das kurz zeigen. Ich habe hier zwei Hosen und man sieht auch gleich, die haben unterschiedliche Werte. Hier in der Mitte von dem Bildschirm sieht man Statuseffekte, Schadensreduktion, Verteidigung und obwohl die andere Hose ziemlich die gleiche ist, hat die stattdessen Durchbruchschutz und besonders später im Spiel werden die ganzen Items 10 verschiedene Werte drauf haben, die alle sehr komisch sind. Also es gibt sehr viele Werte, wo man erstmal nachlesen muss, was die eigentlich machen und selbst wenn man sich durchgelesen hat, was die Werte eigentlich machen, denkt man sich trotzdem, ja, wozu brauche ich das eigentlich? Das heißt, es ist zwar schön, dass es so viele verschiedene Werte gibt, die auch alle wirklich ihr Zeug machen, aber wirklich hilfreich sind nur die wenigsten davon. Oh, ups. Das, was man auch merkt an dem Spiel ist, ich habe jetzt gerade mal 2 Schläger bekommen und ich bin auch nur noch einen Schlag weg vom Tod. Also, man tut wirklich super schnell sterben in diesem Spiel, wenn man nicht aufpasst, was gerade passiert. Und da ich jetzt schon gesagt habe, ich werde ein bisschen aggressiver spielen, als man das eigentlich tut, wird bei mir der Tod nur so eine halbe Sekunde immer entfernt sein. Also ich bin immer, egal was passiert, selbst wenn ich volles Leben habe und gegen einen einzelnen Gegner kämpfe, werde ich trotzdem vielleicht so immer eine Sekunde vom Tod entfernt sein. Also das muss man immer super gut aufpassen. Hier sieht man auch eine Mechanik vom Spiel, einen Schrein. Wenn man bei einem Schrein betet, bekommt man wieder volles Leben, aber Gegner tauchen wieder auf. Das ist man gewöhnt aus anderen Souls-artigen Spielen und ich weiß, viele Leute mögen es nicht, wenn man sagt Souls-artige Spiele, weil man versucht dann immer gleich einen Vergleich zu machen zu Dark Souls und man muss natürlich nicht jedes Spiel, was heutzutage rauskommt, mit Dark Souls vergleichen und ich selber mag es auch nicht so wirklich, wenn man sagt, oh, das ist das Dark Souls der Puzzle-Spiele, auch wenn es lustig ist, aber wir werden sehen, was dieses Spiel besonders macht. Vor allem zum Beispiel die Story, die man hier direkt miterlebt, anstatt nur so teilweise. Das muss man sich aber nicht angucken, man hat die Subtitles, die tun im Hintergrund weiterreden und man macht einfach weiter. Es gibt auch bei den verschiedenen Items verschiedene Seltenheitsstufen. Zum Beispiel Gelb ist besser als Weiß, Blau ist glaube ich auch besser als Gelb und dann geht es nach oben mit anderen Raritätsstufen weiter. So, ich hoffe, der hier überlässt mir seinen Speer, weil Speer sind gerade in diesem ersten Level recht gut. Und hat es leider nicht getan, aber dafür haben wir einen Stein. Und Steine sind eigentlich ganz gut in diesem Spiel. Steine sind ganz normale Steine, wie man sie aus dem echten Leben kennt. Aber man kann Steine nach Gegnern werfen. Und wenn man das macht, kann man damit aus einer Entfernung dafür sorgen, dass Gegner auf einen zukommen. Und das ist natürlich extrem wichtig in einem Spiel, wo es darum geht, verschiedene Gegner zu kontrollieren, nicht überwältigt zu werden, nicht in Gegenden zu kämpfen, wo man selber benachteiligt ist. Man will versuchen, den Kampf selbst und das gesamte Kampfgeschehen so gut wie es geht zu kontrollieren. Und dabei hilft ein Stein sehr gut. Wir haben jetzt aber noch erstmal als Hauptwaffe unser ganz normales Schwert. Und das ist ein Einhandschwert. Es gibt verschiedene Arten von Waffen in diesem Spiel. Das Einhandschwert ist ja eine Standardwaffe, die hat keine wirklichen super großen Stärken oder Schwächen. Aber hier gerade am Anfang, wenn man noch sehr viele humanoide Gegner hat, die alle zum Teil einzeln oder vielleicht auch mal zu zweit kommen, ist das auf jeden Fall eine gute Waffe, um das Kampfgeschehen zu kontrollieren. Besonders wenn man einfach blockt und dann ein bisschen gegenhockt. Ich persönlich mag die Doppelkatanas am besten, weil mit denen kann man wirklich sehr schnell, sehr gezielt angreifen und auch vielleicht mal 2 Gegner treffen. Auch wenn Doppelschwerter jetzt Waffen sind, die nicht unbedingt die Top der Liste sind, was Stärke angeht, aber mir gefallen sie einfach und das ist auch das, was eigentlich zählt in diesem Spiel. So, hier ist jetzt eine der sehr interessanten Sachen, die es in diesem Spiel gibt, denn es gibt sehr viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Ich kann zum Beispiel einen, sagen wir mal, leichten Weg gehen, hier nach rechts, oder ich kann mich mit 2 sehr starken Gegnern gleichzeitig duellieren.
Und das mache ich natürlich. Diese Gegner sind so stark, dass sie mich beide mit jeweils zwei Schlägen killen können. Das heißt, wenn mich beide gleichzeitig treffen, bin ich sofort weg. Und ich kann die beide nicht gut kontrollieren, weil natürlich zwei sind, die nicht unbedingt immer gleichzeitig angreifen und die sich auch rollen, die sich anders bewegen. Deswegen hier sehr gut aufpassen. Manchmal passiert es auch, also es ist so, wenn ich angreife, dann werden die kurzzeitig so benommen und können erstmal nicht zurück angreifen. Aber ich muss trotzdem immer aufpassen, weil manchmal werden die nicht benommen, wenn ich angreife. Und dann schlagen die einfach weiter und ich bin tot. Ich muss natürlich auch auf meine Ausdauer aufpassen. Das ist die grüne Leiste unter meiner Lebensleiste ganz links oben. Also normalerweise ist es lebensgrün, hier ist Leben blau und Ausdauer grün, aber was auch immer. Naja, noch ist es Ausdauer. Später werden wir lernen, dass das in Wirklichkeit Ki ist, aber das ist erstmal nicht von Bedeutung. Was auch wichtig ist, ist, nicht nur ich habe Ki oder Ausdauer. Ich werde später Ki sagen, aber es ist Ausdauer. So. Ich glaube, ich bin tot. Nein? Okay. Ja, man sieht, wie viel Schaden immer. Ich war ein bisschen aggressiver, weil ich habe einen gekillt, also das war's mir wert. So, also nicht nur ich habe Ausdauer, sondern auch Gegner, was natürlich auch gegen Gegner verwenden kann. Ups, jetzt, ja, okay. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Gegner kaum noch Ausdauer haben, kann ich sehr aggressiv spielen, kann ich sehr nah rangehen, sehr viel angreifen, weil die können nicht wirklich was dagegen machen, weil wenn man jetzt versucht, eine Rolle zu machen oder wenn man blockt, dann kostet das alles Ausdauer. Wenn man keine Ausdauer mehr hat, dann passieren einige Dinge. Zum einen, wenn man erstmal auf 0 Ausdauer fällt, ist das erstmal kein Problem. Erstmal passiert gar nichts. Das Problem ist eher, wenn man auf 0 Ausdauer fällt und dann angegriffen wird. Oder man blockt und dann fällt man auf 0 Ausdauer. Weil dann hat man plötzlich ein Problem. Weil wenn man somit auf 0 Ausdauer fällt, dann wird man kurzzeitig benommen und tut erstmal so ein bisschen dastehen und kann erstmal nichts machen. Und das ist vorhin ein paar Mal passiert, wo ich einfach so, William einfach so da stand und einfach so ein bisschen gekeucht hat und nichts ist passiert. Und da kann man nicht viel gegen machen. Wenn es passiert, muss man halt hoffen, dass man nicht gleich eine reinbekommt und dass man einfach überlebt. Also man muss einfach sich zurücklehnen und hoffen, entweder ich überlebe oder ich bin jetzt weg. Also da hat das Spiel dann nicht mehr so wirklich in der Hand zu dem Zeitpunkt. Deswegen wirklich darauf achten, dass man nicht auf 0 Ausdauer fällt und dann angegriffen wird oder dass man durchs Blocken nicht auf 0 Ausdauer fällt. Aber das gleiche geht auch bei Gegnern. Und es gibt natürlich auch Fallangriffe. Sehr stark. Wenn ich also einen Gegner auf 0 Ausdauer haue und ihn dann angreife, dann ist er auch benommen. Und wir werden dann später eine Fähigkeit lernen, womit wir damit, wenn die Gegner auf 0 Ausdauer sind, wir denen richtig hart ein Schwert in den Magen rammen können. Aber erstmal unser Geist, mit dem wir hier rumlaufen, das ist Schirsche. Die hat uns hier ein bisschen durchgeführt und hier zum ersten Bosskampf direkt der Henker. Der sehr viel Schaden auf meine Ausdauer hat. Also wenn ich gegen den blocken will, kann man, also ich werde gleich mal gegen ihn blocken und dann sieht man, dass meine Ausdauer sehr schnell nach unten geht, wenn ich gegen ihn blocke. Deswegen muss ich hier sehr stark aufpassen, dass wenn ich einen Block gegen ihn mache, dass ich noch genug Ausdauer habe, um dagegen anzukommen. Jetzt habe ich ihn aber kurz auf 0 Ausdauer gehauen. Und ist es so, wenn Gegner benommen sind, kann ich zwar entweder diesen kritischen Angriff machen, den habe ich noch nicht, aber ich kann auch stattdessen sie nochmal angreifen, dann fallen sie auf den Boden. Und wenn sie auf dem Boden sind, kann ich dann nochmal draufstechen. Ich weiß, der Hut sieht ein bisschen komisch aus, aber so sieht's halt aus. So, sehr viel erklärt, aber ist eigentlich recht simpel. Um Gegner herumtanzen, angreifen, auf Ausdauer achten und auf Ausdauer der Gegner achten. So, aber einfach nur gegen Humanoide wäre auch ein bisschen langweilig, deswegen natürlich übernatürliches Zeugs, Magie, Amritza, magische Steine, böse Hexer, dunkle Magie und sehr große Waffen. Die Waffe ist auch gewachsen, weil natürlich, wenn es eine kleine Axt wäre, wäre langweilig. Wenn die Waffe nicht größer ist als der Gegner, ist es kein echter Gegner. So, der hat jetzt um einiges mehr Schaden und wird mich sehr schnell umhauen, wenn ich nicht aufpasse. Ich habe es vorhin angesprochen, man merkt es vielleicht nicht, manchmal, aber ich bin immer so wirklich eine halbe Sekunde vom Tod entfernt. Beispiel, der hat gerade 2 Angriffe gemacht. Wenn ich vor ihm gestanden hätte und nicht geblockt hätte bei diesen 2 Angriffen, weg und zurück zum letzten Schrein, den ich besucht habe. Wo
muss ich noch anmerken, es gibt mehrere Mechaniken in diesem Spiel, die es noch nicht gibt zurzeit. Die werden erst später freigeschalten im nächsten Level. Einfach weil das erste Level noch so ein bisschen Tutorial-mäßig ist, noch so ein bisschen dem Spieler beibringen, was eigentlich so Sache ist. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Man merkt vielleicht jetzt auch, dieser Gegner hat nicht wirklich eine Ausdauerleiste wie die Humanoiden-Gegner, die wir vorhin hatten. Er hat eine lila Leiste, die geht nicht runter und füllt sich dann wieder auf, sondern geht einfach nur runter, wenn ich ihn angreife. Und das ist, weil das hier ist eine Yokai. Und Yokai sind anders als normale Gegner mit ihrer Ausdauerleiste. Aber wie genau das funktioniert, erklären wir später. Jetzt erstmal muss ich eine besondere Fähigkeit benutzen, um diesen Boss zu besiegen. Okay, ich muss es nicht, aber ich tue es trotzdem, weil coole Cutscene. So, ich habe mir gesagt, für dieses Let's Play, ich will nicht im ersten Level sterben. Habe ich schon mal gut gemacht bisher. Falls ich jetzt im nächsten Level 10-mal sterbe, ist mir das egal. Ich habe mein Ziel erreicht. Aber jetzt lass ein bisschen weiter Cutscene. Man sieht also, das Übernatürliche mit den Geistern, die die Personen hier besitzen, ist das, wo es im Spiel hier eigentlich drum geht. Tschüss, Schürsche. So, jetzt ist es wichtig. Springen oder kämpfen. Und er wartet erstmal, bis er angeschossen wird und fällt dann runter. Naja. Gegen Schusswaffen ist er anscheinend nicht so intelligent. Und damit beginnt das eigentliche Spiel. Wir haben unseren Schutzgeist Schürsche verloren. An Edward Kelly, den Hexenmeister. Und natürlich wollen wir die zurückholen. Und Edward Kelly ist auf dem Weg, wie man es vorhin gehört hat, in das Land Sipangu, das ist Japan, um dort einfach finstere böse Sachen zu machen und mehr Amrita zu sammeln, um England weiterzuhelfen im Krieg. Ja, und dann dachten wir uns einfach mal, schauen wir mal drüben in Japan vorbei, hauen ein paar Leute um, töten ein paar böse Monster und los geht's. Aber erstmal noch ein bisschen Cutscene. Das ist auch das, was ich vorhin angeschnitten habe, was das Spiel auch ein bisschen von anderen ähnlichen Spielen unterscheidet. Es gibt wirklich, man spielt nicht wirklich einen namenlosen Charakter, den man erst erstellen muss in einem Charakterbildschirm und dem man auch eine Stimme gibt oder auch andere irgendwelche Sachen einstellen muss, sondern man hat wirklich einen festgelegten Charakter, der hat seine Persönlichkeit, seine Charakteristiken. Er hat seinen Körperbau, wie er so ist, den man nicht wirklich anders einstellen kann. Man kann nicht wirklich seinen eigenen Charakter erstellen. Er hat seine eigene Geschichte, die er erlebt. Man ist wirklich ein Charakter in dieser Welt, die man hier, ja, dessen Geschichte man miterlebt. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar Cutscenes. Wobei man auch sagen muss, dass die Story und die Cutscenes, die sehen zwar schön aus, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was die Stärke von diesem Spiel ist. Weil besonders später sind Cutscenes einfach nur so, da reden ein paar Charaktere über irgendwas und dann beginnt einfach das nächste Level ohne irgendwelche großen Verbindungen zwischen Cutscenes und da, was man jetzt eigentlich macht. Aber ich finde es trotzdem ganz okay. Und da haben wir den Name Drop Neo. Neo wird später noch genau erklärt in dem Spiel, was es ist, aber es ist eigentlich nicht wichtig. Es sind einfach, also zumindest so wie ich es mitbekommen habe, es gibt zwei Kriegsherren, die sind so unglaublich mächtig, dass die als Neo bezeichnet werden. Und das ist eigentlich alles. Aber die zwei Kriegsherren sind gar nicht mal so wichtig in dem Spiel. Die sind einfach irgendwo und deswegen heißt das Spiel so. Naja. Aber jetzt erstmal das bisschen so Eigenheit, das man ins Spiel mit reinbringen kann für sich selbst, ist, man kann auswählen, auf welche Waffe man sich spezialisieren will. Was eigentlich keinen großen Einfluss hat auf das Spiel. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel Katana, kann ich trotzdem gleich, wenn das Spiel losgeht, mir einen Doppelkatana nehmen und einfach Doppelkatana spielen und Doppelkatana-Skills benutzen. Also das ist eigentlich, das ist erstmal kein großer Unterschied. Was ist wirklich der Unterschied ist, man bekommt, je nachdem welche Waffe man wählt, einen Attributbonus auf ein Attribut, der zu dieser Waffe passt. Zum Beispiel, ich will mit Doppelkatana spielen, deswegen bekomme ich hier einen Attributbonus auf Fähigkeit plus 1 und das ist der Skill, der für Doppelkatana sehr hilfreich ist. Und ich kann auch, wenn ich will, mir eine zweite Waffe aussuchen. Aber das Ding an diesem Spiel ist, was man vielleicht auch aus ähnlichen Spielen kennt, ist, es ist immer gut, man hat eine Waffe, auf der man sich verlassen kann.
Und ich benehme jetzt hier den Speer, aber ich werde den Speer wahrscheinlich nicht so wirklich benutzen, denn man will einfach eine Strategie haben, die effizient ist, die effektiv ist, die funktioniert und mit der man sich auskennt. Und dafür lohnt es sich eigentlich, sich auf eine Waffe zu spezialisieren und kompletter Meister dieser Waffe zu werden und nicht wirklich versuchen, mehrere verschiedene Sachen zu machen. Man hat vielleicht mal so den ein, zwei Gegner, wo diese eine andere Waffe vielleicht doch irgendwie besser ist, aber sich dafür jetzt seine gesamte Zeit, die man hat, auf zwei Waffen zu investieren, lohnt sich nicht wirklich. Jetzt können wir hier noch einen weiteren Schutzgeist aussuchen, denn wir haben unseren eigentlichen Schutzgeist ja verloren. Und man kann jetzt hier die Auswahl zwischen drei Schutzgeistern entweder auf Aggressivität, auf Verteidigung, nee, auf Wahrnehmung, ja, eigentlich auch Verteidigung ein bisschen, und auf, ja, so ein bisschen, was steht hier, ja, Ausweichfähigkeiten. Ich werde natürlich einfach fetten Schaden holen, weil ich versuche einfach, also ist das so mein Spielstil, ich versuche einfach auszuweichen, einfach richtig hart ranzugehen und versuche Leute zu überrumpeln, bevor sie wirklich was machen können, versuche Leute zu kontrollieren, und wenn Leute gegen mich einen Angriff starten, den ich nicht wirklich was dagegen machen kann, habe ich halt Pech gehabt. So, hier sind wir jetzt in dem eigentlich ersten Level, Kuroshima. Es ist einfach eine, wie man sagt, eine kleine Insel von der Küste von Usuki in der Provinz Bungo auf Kyushu. Hier sind ein bisschen so Flavortext, den ihr jetzt durchlesen könnt. Ich werde jetzt nicht laut vorlesen. Eigentlich geht es hier erstmal darum, wir haben zwar jetzt das Tutorial-Level gehabt, aber hier gibt es trotzdem noch so ein bisschen Tutorial, weil gleich am Anfang wird hier noch ein bisschen erklärt, hier, drücke diese Taste zum Ausweichen, diese Taste zum Angreifen, diese Taste zum Verteidigen. Was ich ein bisschen komisch finde, weil wir haben das gerade alles schon gelernt, theoretisch. Und wir haben jetzt auch wieder keine Ausrüstung, müssen jetzt wieder komplett Neuausrüstung sammeln. Also irgendwie hat man die Ausrüstung jetzt erstmal ein bisschen abgelegt, gesagt, ja okay, weg damit, neu. So wie Ash Ketchum nach jeder Staffel von Pokémon. Aber naja, wir hatten nur so ein kleines Schwert und einen komischen Hut. Und den komischen Hut, der ist jetzt, ist nicht so schlimm, dass er weg ist. So, es wird ja auch öfters passieren, dass wenn man jetzt verschiedene Items lootet, dass dann so kleine Flavortexte kommen, die vorgelesen werden, die alle auf Japanisch sind oder größtenteils auf Japanisch sind. Da werde ich jetzt nicht still sein, damit ihr das hören könnt, weil es ist Japanisch. Ich werde es wahrscheinlich nicht verstehen. Denke ich mir zumindest. Und wir haben auch Subtitles, die sind zumindest auf Deutsch, also da ist kein Problem. So, das sind jetzt hier die eigentlichen Speicherpunkte. Die hatten wir vorhin schon, die Schreine. Die sehen in Japan so aus. Und hier hat man das eigentliche, ja, Level-Up-System, was man hier in diesem Spiel hat, oder die eigentlich verschiedenen Optionen, die man hat, seinen Charakter zu erweitern. Man kann natürlich einfach sagen, man benutzt Amrita. Das ist einfach die Ressource, die man bekommt, wenn man Gegner umhaut. Von dem wir auch alles aus dem ersten Level verloren haben. Also, naja. Hatten wir, glaube ich, gar nicht erst aufgesammelt. Und das kann man hier benutzen, um stärker zu werden. Und wie man es vielleicht auch aus ähnlichen Spielen kennt wie Dark Souls, man sammelt sie ein, aber wenn man stirbt, verliert man sie kurzzeitig und man muss zurück zu dahin, wo man gestorben ist, und dann kann man es wieder aufsammeln. Falls man dann nochmal stirbt, ist es aber komplett weg. Das wird hoffentlich nicht passieren. Man kann hier auch Opfer darbringen. Das ist eigentlich, man kann Items, die man nicht benötigt, kann man in Amrita umtauschen. Also kann man sie damit stärker machen, indem man einfach Items weggibt. Da kann man noch seinen Schutzgeist wechseln. Ich habe zurzeit nur einen. Die machen auch alle sehr verschiedene Sachen. Geister haben auch irgendwie 10.000 Stats. Das ist sowas, das wird es öfter in dem Spiel geben, dass es einfach 10.000 verschiedene Stats auf allen Sachen gibt, die aber alle nicht so wirklich wichtig sind. Man kann sich auch noch DLC-Gegenstände abholen. Ich werde kurz zeigen, was das ist, aber ich werde nicht damit spielen, keine Angst. Das ist nämlich die Complete Edition hier, die ich spiele auf dem PC. Und in der Complete Edition sind alle DLCs dabei und das sind drei neue Kampagnen dabei mit neuen Missionen, aber unter anderem ist auch ein toller Hut dabei, der ein bisschen an Valve, der Company, angelegt ist. Ist ganz cool, der Hut, aber ich muss dazu noch sagen, der Hut ist wirklich nur für die ersten paar, sag mal, die erste Spielstunde ganz gut. Danach ist er nicht mehr ganz so stark, also es würde jetzt nicht das Spiel wirklich leichter machen, wenn ich den Hut benutzen würde, vor allem weil Ausrüstungsgegenstände in dem Spiel außer Waffen tun nicht so viel Not. Also die tun wirklich nicht so viel helfen. Ob ich jetzt richtig starke, fette Ausrüstung habe mit fetter Rüstung oder ob ich komplett kaum irgendwas anhab, macht nicht so einen großen Unterschied. Also man merkt es zwar schon, wenn man jetzt Rüstung anhat oder wenn man keine Rüstung anhat, aber der Unterschied ist, ich sterbe in einer Combo oder ich sterbe in einer Combo und dann noch einen Schlag. Also es macht nicht wirklich so einen großen Unterschied, wie viel Rüstung man jetzt anhat. Deswegen ist Rüstung jetzt nicht ganz so wichtig. Und ich laufe einfach in Rüstung rum, die jetzt zwar ein paar gute Werte drauf hat, aber ich hoffe, dass die Rüstung findet, die gut ist und nicht wirklich so schwer ist. Denn wie schwer Rüstung ist, das ist eigentlich das, was wichtig ist in dem Spiel.
Denn je schwerer die Rüstung ist, desto, desto mehr Ausdauer verbraucht man, wenn man angreift. Oder allgemein, wenn man Sachen macht. So, ich werde jetzt gegen einen Gegner kämpfen, gegen den ich sehr wahrscheinlich sterben werde. Aber ich mach's trotzdem. Hier haben wir nämlich das Blutige Grab, und Blutige Gräber sind Punkte, wo andere Spieler gestorben sind. Und man kann gegen diese Geister, also NPC-gesteuerte Geister, gegen diese Spieler kämpfen. Und die sind recht stark zum Teil. Wenn sie denn kämpfen wollen. Deswegen muss ich hier sehr aufpassen. Ups. Und die blocken auch sehr gut, weichen zum Teil auch aus. Und wenn man gegen die besiegt, dann bekommt man ein bisschen Ausrüstungsgegenstände. Hier zum Beispiel habe ich einen guten Ausrüstungsgegenstand bekommen. Oder man bekommt auch Amrita, also dieses die eigentliche Ressource in dem Spiel. Oder das ist das, warum man gegen diese Geister kämpfen sollte. Wie vielleicht manchen aufgefallen ist, die das Spiel schon kennen, ich bin nicht online, aber trotzdem das Grab eines anderen Spielers. Wie kann das sein? Das sind nämlich Gräber von Developern des Spiels, die zurückgelassen wurden. Einfach damit Spieler, die offline spielen, trotzdem was zu tun haben. So, ich habe mir jetzt hier einen Skillpunkt gegeben. Und damit kann ich mal zeigen, wie das eigentlich das Skillpunktesystem hier ist. Denn man will ja nicht einfach nur seine Stats besser machen. Man will auch coole neue Fähigkeiten erlernen. Und dafür haben wir hier das Fähigkeitssystem. Und wenn man jetzt Punkte in bestimmte Statistiken reinhaut, bekommt man Fähigkeitenpunkte. Ich kann das mal kurz zeigen, zum Beispiel hier bei Fähigkeit. Auf der rechten Seite sieht man jetzt ganz viele verschiedene Statistiken. Und ungefähr mittig steht dann da etwas, das heißt Samurai-Fähigkeitspunkte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Fähigkeit ein paar Punkte reinhaue, oder in Stärke zum Beispiel, dann bekomme ich Samurai-Fähigkeitspunkte. Und diese Fähigkeitspunkte kann ich dann für Samurai-Fähigkeiten benutzen. Das sind allgemein alle Fähigkeiten, für die ich eine Waffe benutze. In diesem Fall zum Beispiel Doppelkatana. Kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Fähigkeit Kralle haben. Sorry. Hier gibt es eigentlich, obwohl es hier sehr viele Fähigkeiten gibt, die man erst alle im Laufe des Spiels freischalten muss, gibt es eigentlich nur so eine Handvoll, die wirklich wichtig sind. Zum anderen die Key-Impulse hier. Was haben wir denn noch? Der Dämonenstoß, sehr wichtig. Und das sind erstmal zwei sehr wichtige, um ins Spiel einzusteigen. So, was habe ich mir jetzt geholt? Ich habe mir jetzt die Fähigkeit geholt, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn Gegner keine Ausdauer haben, muss ich sie nicht erst zu Boden schlagen und dann reinstechen, sondern ich kann einfach sofort, wenn die keine Ausdauer haben, ihnen einen kritischen Angriff geben und der haut super rein. Oh nein, ich habe eine Stabilität erhalten. Keine Angst, ich werde nicht so oft in das Inventar gehen und Sachen auslösen in diesem Spiel, aber manchmal tut es einfach Not. Was ich sonst bekommen habe, ist, ich kann, wenn ich in der mittleren Haltung bin, zur Haltung komme ich gleich, blocken und dann einen Angriff machen. Und dann tue ich aus der Blockhaltung einen schnellen Angriff machen. Und das ist sehr wichtig, weil besonders hier am Anfang des Spiels ist es sehr wichtig, blocken und gleich angreifen zu können. Deswegen Block, Bam, sofort angreifen. Und das ist sehr wichtig am Anfang, weil man kämpft hier gegen sehr viele humanoide Gegner. Und humanoide Gegner sind sehr anfällig für diese Strategie. Weil humanoide Gegner haben recht kleine Waffen, die prallen ab oder die können nicht wirklich am Blocken vorbeikommen. Deswegen kann man einfach blocken und dann sagen, okay, jetzt ist mein Zug, jetzt hau ich dir eine rein. So, hier auch noch so kleine Viecher, so Kodama, die man finden kann. Die geben einfach einen Segen, und wenn ich jetzt zurückgehen würde zum Schrein, dann würden die mir einen kleinen Segen geben. Der macht nicht viel. So, du bekommst ein bisschen mehr Ausrüstungsgegenstände oder du bekommst ein bisschen mehr Medizin. Solche Sachen, also nur so wirklich kleine Dinge. So, jetzt muss ich kurz was machen. Ich habe nämlich Elixiere bekommen. Elixiere sind einfach Heiltränke, von denen kann ich gerade maximal 8 im Inventar haben. Dann gibt es noch ein sehr wichtiges Item, das ist das heilige Wasser. Wenn ich das trinke, dann tut sich meine Ausdauer für kurze Zeit sehr schnell regenerieren. Besonders für Bosskämpfe ist sehr wichtig. Und da gibt es noch die Geistersteine. Wenn ich die benutze, bekomme ich einfach ein bisschen Amrita. Ist gerade aber nicht so wichtig. Das ist später wichtig, weil dann zeige ich euch nämlich eine coole Sache, die ihr machen könnt in diesem Spiel, wenn ihr ein paar von diesen Geistersteinen habt. Aber jetzt erstmal weiter. Wir sind immer noch so in dem, ja, ich würde auch sagen, Tutorial-Gegend, wo ich noch ein bisschen darauf eingehen kann, was genau hier eigentlich funktioniert, was hier so passiert. Die Gegnerscharen, es sind jetzt gerade noch so einzelne Gegner, aber wir werden gleich sehen, dass es mehr Gegner auf einmal sind. Und das ist das, wo das Spiel plötzlich von nicht ganz so schwer zu plötzlich ziemlich hakelig wird, weil gegen mehrere Gegner gleichzeitig zu bestehen, wenn zum Beispiel einer blockt, während der andere an einen Rand stößt, das kann ziemlich heftig werden. Da muss man wirklich sehr gut aufpassen. So, ich habe noch einen Speer, den kann ich ausrüsten, aber werden erstmal nicht benutzen.
So, dann gehe ich erstmal kurz auf ein paar Mechaniken ein, die hier sehr wichtig sind und die wirklich Nioh zu Nioh machen. Zum einen, wenn ich jetzt angreife und ein bisschen Ausdauer verbrauche, seht ihr, dass der Ausdauerbalken rot wird zum Teil. Und danach tut so ein kleiner blauer Balken diesen roten Balken auffüllen. Und wenn ich jetzt eine bestimmte Taste drücke, dann kann ich diese Ausdauer sofort wiedererhalten und muss nicht warten, bis die Ausdauer von normal zurück erlangt wird. Ich werde dann später in diesem Level noch eine weitere Fähigkeit erhalten, dass ich das nicht mit dieser Taste hier oben machen muss, sondern mit einer Ausweichrolle. Und dann kann ich ausweichen, während ich Ausdauer zurückbekomme, und das ist extremst effektiv in diesem Spiel. Und das ist ein Key-Pulse. Key-Pulse hat noch eine zweite Sache, die das macht, aber das lernen wir dann erst später kennen. Jetzt aber erstmal, damit kann ich sehr viel Ausdauer zurückgewinnen. Und wenn ich einen Key-Pulse mache, der meine komplette Ausdauer zurückerhält, also meine komplette rote Ausdauer, ist es ein perfekter Key-Pulse. Und was das macht, das sehen wir später. Jetzt erstmal ein Typ, der nicht kämpfen kann. Was noch die Sache ist, es gibt diese Haltungen. Man sieht es am rechts unteren Rand des Spiels, gibt es so ein paar Abbildungen von Körperhaltungen. Und wenn ich jetzt eine Taste gedrückt halte, dann kann ich mit meinen anderen Tasten diese Haltung wechseln. Und wenn ich Körperhaltung wechsle, dann kann ich damit andere, ja, habe ich ein anderes Moveset. Also ich kann jetzt zum Beispiel, das hier ist der normale Angriff bei mittlerer Haltung, aber wenn ich hohe Haltung mache, ist der normale Angriff das hier. Und bei niedriger Haltung ist der normale Angriff das hier. Das eigentlich Wichtige an Haltungen ist, wenn je höher die Haltung, desto langsamer, aber desto kräftiger. Zum Beispiel niedrige Haltung, sehr schnell, aber macht nicht so viel Schaden. Hohe Haltung, sehr langsam, aber sehr starke Angriffe. Das eigentlich Wichtige an diesen Haltungen ist, es gibt manche Gegner, bei denen ist es sehr gut, wenn man sehr schnell agieren kann. Und es gibt andere Gegner, bei denen ist es gut, wenn man bestimmte Schwachpunkte trifft. Und da kann man zum Beispiel sagen, man nimmt ein anderes Moveset, wo man diese Schwachpunkte besser treffen kann. Oh, da keine Ausdauer mehr. Jetzt ist er null. Jetzt war er kurz benommen, weil leider keine Ausdauer mehr. Ich habe ihn angegriffen. Darauf war er benommen. Und da er benommen war, habe ich ihm den kritischen Angriff gegeben, den ich vorhin gelernt habe. So, bisher läuft ganz okay. Was mich ein bisschen nervös macht, weil wenn es in diesem Spiel gut läuft, heißt das, dass man gleich auf sehr brutale Art und Weise sterben wird. Oder vielleicht auch nicht. Mal sehen. So, auch hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, zwei Wege zu gehen. Entweder den Weg da oben, da gibt es sehr viele Gegner auf einmal. Da gibt es eine sehr unfaire Stelle, wo man um eine Ecke geht und es kommen einfach vier Gegner auf einmal. Zwei davon, die richtig stark sind und die man auch nicht mit Angriffen benommen machen kann. Also die killen einen sofort. Deswegen, wenn man online spielt, sind da sehr viele Gräber davor. Und normalerweise würde ich da hochgehen. Allerdings weiß ich, dass es auf dieser Seite des Levels einen coolen Gegenstand gibt, den ich haben will. Welchen Gegenstand es ist, das werden wir später sehen. Aber diesen Gegenstand will ich mir nicht entgehen lassen. Hier ist auch etwas, das man sehr öfter sehen würde in diesem Spiel. Da unten steht ein Gegner. Und da oben steht auch ein Gegner. Und der Gegner da oben hat eine Fernkampfwaffe. Deswegen Stein und zurück. Und damit kann der Fernkampfgegner nichts machen. Das ist auch was, das muss man in dem Spiel machen. Man muss wirklich... Das ist das allgemein, warum ich so Souls-artige Spiele wirklich mag. Dass man wirklich sagen kann, da ist jetzt... Du musst nicht einfach reinrennen und sagen, ich schwinge jetzt meine Waffen wild umher, wololo, ich bin der Meisterkämpfer. Sondern ich gucke mir erstmal an, okay, was ist da? Was für Gegner sind da? Wie stehen die da? Was für Gegner sind das? Und dass man erstmal versucht zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt an die Situation dran? Wie verhalte ich mich, um dagegen zu agieren zu können? Zum Beispiel diesen Gegner. Kann ich schon mal sagen, das Beste, was gegen diesen Gegner machen kann, ist, man rennt ihn vorbei. Weil der steht einfach da, Pfeil und Bogen, wartet, dass er Bogen schießen kann. Aber wenn man an ihn ranrennt, sagt er sich, oh, ich muss Nahkampfwaffe. Zieht er erstmal raus, in dem Zeitpunkt ist man schon auf dem nächsten Berg und man ist einfach weg. Ich will den Gegner aber trotzdem umhauen. Zumindest muss ich ihn aber nicht von der anderen Seite angreifen, weil von der anderen Seite hätte mich der andere Bogenschütze in den Rücken geschossen. Das sind so Sachen, beim ersten Mal spielen merkt man das natürlich erstmal nicht, dass da man gleich in den Rücken geschossen wird. Man lernt Sachen in diesem Spiel durch Tode. Durch sehr viele Tode. Ich muss zumindest sagen, ich bin in anderen ähnlichen Spielen öfter gestorben als in Nioh. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich allgemein schon öfter solche Spiele gespielt habe und ich deswegen auch weiß ungefähr, wie man an solche Situationen rangeht. Wir haben jetzt auch etwas sehr Wichtiges bekommen, und zwar einen Langbogen. Und auch wieder sieht, dass die sehr unterschiedlich komplett zwei verschiedene Statuseffekte haben. Hier Bonus für Beweglichkeit, Bonus
Was? Ausrüstungsbilanz gegen Menschen. Ich kann schon was sagen, das ist, man bekommt mehr Ausrüstungsgegenstände von Menschen, und zwar 3,9%. Eine sehr komische Statistik. Volltrefferbonus, Brechen, also die meisten Sachen, tut sich erstmal den Kopf erstmal kratzen, was das eigentlich ist. Zum Glück gibt es hier eine Taste, die man drücken kann. Das ist die Starttaste, und dann kann man sich hier nochmal genau angucken, was das auch macht. Erhöhe den Schaden entsprechend deiner Wirklichkeit. Dankeschön. Sehr gut, das hätte ich, das Dankeschön, das wollte ich gerne wissen. Also das Spiel kommt einem auch entgegen, auch wenn es sehr komplizierte Bereiche zum Teil hat. Ups, hier keine Ausdauer mehr, aufpassen. Gravitation, tschüss. So, und jetzt zum eigentlichen Item, was ich hier oben sammeln wollte. Das ist nämlich hier oben. Locke eines jungen Samurai. Ein sehr seltenes Item, was man benutzen kann. Nutze ich gleich mal. Und damit bekommt man Fähigkeitspunkte. Es gibt Items in diesem Spiel, die geben einem Fähigkeitspunkte. Die sind sehr selten, aber immer wenn man so eins bekommt, denkt man sich, oh ja, das freut man sich drüber. Und das finde ich immer gut, wenn es allgemein in solchen Spielen gibt, wo es 10.000 verschiedene Gegenstände gibt, wenn es wirklich mal Gegenstände gibt, wo man sich richtig drüber freut, wenn man die bekommt. Und das mag ich. So, diese Fähigkeitspunkte nutze ich gleich mal. Was haben wir denn so Schönes? Wir haben zum Beispiel das hier, sehr wichtig. Und das war's gerade mal. Das waren zwei Fähigkeitspunkte. Was ich jetzt bekommen habe, ist, wenn ich jetzt einen Ausweichschritt mache, kann ich damit einen Keypulse machen. Und das ist sehr wichtig, weil da kann ich gleich aggressiv bleiben. Ich muss nicht erst Schritt zurückgehen, erstmal auf Ausdauer warten. Nein, ich kann gleich aggressiv bleiben, gleich weiter reingehen. Oh, ein Wind-Omamori-Anhänger. Oh, ich habe sogar zwei. Das sind einfach kleine so Accessoires, die man bekommen hat. Die machen nicht viel. Wie gesagt, allgemein alles macht nicht viel außer Waffen. Waffen ist eigentlich einzig Wichtige in dem Spiel. Oh nein, mein schlimmster Gegner. Das hier ist der schwierigste Gegner im Spiel, by the way. Man merkt es nicht, aber es ist wirklich der schwierigste Gegner im Spiel, weil Wand killt einen sehr häufig. Also, sag mal so, ich bin in diesem Spiel, 80% der Tode, die ich in diesem Spiel hatte, war durch Wand. Entweder weil allgemein die Arena ist sehr klein oder das hier passiert. Wenn das hier passiert gegen starke Gegner, kannst du dich schon mal hinlegen. Weil dann rettet dich nichts mehr. So, viel wichtiger. Aber ich habe jetzt einen Pfeil und Bogen. Und damit kann ich einfach Gegner anschießen. Ähnlich wie einen Stein. Aber ich kann auch, wenn ich richtig dolle bin. Ich bin Schusswaffen gewöhnt, die fliegen schneller. Ich bin auch nicht gewöhnt, dass Gegner laufen. Headshots. Und Headshots machen sehr viel Schaden und tun Gegner auf den Boden hauen. Schusswaffen sind um einige Stärke, aber hier am Anfang kriegt man erstmal einen Bogen, weil man will den Spiel ja nicht zu stark machen. Blonk. So, jetzt gleich. Jetzt ist so der Zeitpunkt im Spiel angekommen, wo das Spiel sich sagt, ja okay, der Spieler der hat so mittlerweile raus, wie das Spiel funktioniert. Ja, der kennt sich aus, der weiß, was los ist. Deswegen sagt Hallo zu einem Oni, einem Yokai. Er ist gestunt. Ich habe einen Horn abgeschlagen. So, das ist ein Yokai, und genau genommen ein Oni. Oni, oder Yokai. Yokai sind richtig fette Monster in diesem Spiel, von denen es sehr viele verschiedene gibt. Die haben diese lila Ausdauerleiste und die hauen richtig rein. Man kann sie mit einem Angriff nicht benommen machen. Deswegen muss man immer, wenn man angreift, sofort aufpassen, wie man sich verteidigt. Wie verteidige ich mich, wenn ich gegen einen Yokai kämpfe? Das ist sehr wichtig. Und die haben mich natürlich auch mit zwei Schlägen weg, wie alles in diesem Spiel, muss ich glaube ich nicht sagen. Und was ich gleich am Anfang gemacht habe, ist, Yokai, oder zumindest die meisten, haben Hörner. Und Hörner kann man abschlagen, indem man das mit einem gezielten Angriff trifft. Und wenn man die Hörner abschlagt, werden die kurzzeitig benommen, fallen auf den Boden und man kann ihnen einen kritischen Angriff geben. Und das ist das, was ich am Anfang des Kampfes gemacht habe. Denn am Anfang eines Kampfes gegen einen Yokai weiß man noch, wo sie stehen und was sie machen. Weil die stehen einfach da. Deswegen kann man einfach gleich ranrennen, kritischen Angriff gleich aufs Horn geben und dann, bam, richtig gut in den Kampf einsteigen. Und weg ist er. Hier liegen auch sehr viele Gräber, wenn man das Spiel online spielt. Und hier ist auch was, da habe ich Haltung benutzt. Und zwar, die Yokai, der zum Beispiel hat sein Horn hier oben auf der Stirn natürlich. Und wenn ich hohe Haltung mache und dann einen starken Angriff, dann ist das ein Angriff von oben und damit kann man sehr gut Yokai die Hörner abschneiden oder Oni die Hörner abschneiden.
Und das natürlich ist sehr effektiv. Das werde ich so versuchen, so oft wie möglich zu machen, aber Oni sind nicht einfach nur wie der gerade hier halt ein Schwert, fuchtelt ein bisschen rum. Oni haben auch verschiedene Waffen. Und Oni mit verschiedenen Waffen haben auch verschiedene Movesets. Und wir werden gleich einen Oni sehen, der hat zwei Waffen. Und der fetzt richtig rein. Bei dem versuche ich mal nicht das Horn abzuschlagen, weil hoher Angriff ist sehr langsam. Und langsamer Angriff gegen sehr schnelle Gegner führt sehr schnell zum Tod. Hier noch ein kleiner Kodama. Alles nicht so wichtig. Man, es gibt sehr viele Sachen im Spiel, wo man einfach mal schnell drüber vorbeigleitet und man eigentlich erstmal nicht so wichtig ist. Ich habe Pfeile aufgesammelt, einen Bogen, aber egal, ich renne einfach weiter, weil macht erstmal keinen Unterschied. Erst später gucke ich mir Inventar an. Oh, was habe ich denn bekommen? Oh, ich habe meinen Bogen bekommen. Cool. So, hier der nächste Schrein, wo ich mir jetzt auch endlich mal ein paar Level gebe und mal einen Kodama-Segen erhalte. Also hier ist hier zum Beispiel erhöht die Häufigkeit, Rüstung zu finden, 1%. Wirklich stark ist das nicht. Aber wirklich schwach ist es auch nicht, weil man hat es halt einfach und muss nicht wirklich was dafür tun. Viel wichtiger aber Stufenaufstieg, da jetzt allen Fähigkeit, weil man sieht jetzt hier rechts, was Fähigkeit macht. Das Wichtigste, was es macht, ist, es macht Angriff, Nahkampfwaffe 1. Das sind meine Dual-Katanas. Und es gibt mir mehr Samurai-Fähigkeitspunkte. Das ist das, was ich will. Dass es auch noch ein paar andere Sachen macht, ist erstmal nicht so wichtig. Sehr viele hier Statistiken machen sehr viele verschiedene Sachen, aber es gibt immer so ein, zwei Sachen, die man wirklich haben will von diesen Statistiken. So, jetzt mit den Fähigkeitspunkten hole ich mir nochmal ein paar Sachen. Und zwar hätte ich gern das hier, weil jetzt kommen gleich Gegner, wo ich das brauche. Und ich hätte, gern das hier. Keine Angst, das sind alles nur sehr simple Sachen, wie zum Beispiel diesen, dass ich jetzt Keep-Impuls auch beim Ausweichen machen kann, kann ich jetzt auch in anderen Haltungen machen. Also es sind sehr simple Sachen, die man in mehreren Haltungen lernen muss, deswegen erstmal nichts alles Weltbewegendes. Und man denkt zwar, okay, das sind so viele verschiedene Fähigkeiten in verschiedenen Waffen, wow, wie komme ich da überhaupt zurecht? Aber es gibt wirklich halt nur so eine Handvoll, die eigentlich wichtig sind und der Rest ist ziemlich egal. Hier ein Gegner, ein anderer Yokai, aber kein Oni. Man weiß, es ist ein Yokai wegen der lila Ausdauerleiste und weil die richtig böse evil sind und nicht wirklich menschlich sind. Okay, ein bisschen humanoid ist der trotzdem. Er ist halt ein Zombie. Und gegen die benutze ich die untere Haltung, weil zum einen können die krabbeln und wenn sie krabbeln, kann man mit der niedrigen Haltung die sofort wegfetzen. Also vom Boden wegfetzen. Und zum anderen, man kann die halt sehr gut damit kontrollieren, indem man sehr schnelle Angriffe macht. Mal gucken, ob der jetzt. Okay, die Hände leuchten. Falls ihr es gesehen habt. Wenn die Hände so schwarz-weiß leuchten, heißt das, man ist kurz vom Tod entfernt. Denn wenn Hände leuchten und man lässt sich davon packen, ist das ein Greifangriff. Und Greifangriffe sind sehr evil in diesem Spiel. Deswegen immer aufpassen, wenn Gegner da sind mit leuchtenden Händen, also wenn die kurz leuchten, sucht das Weite. Versucht nicht zu blocken, weil blocken kann man das nicht. Einfach weg und sich nicht in die Hosen machen. So. Okay, ich habe das vorne bekommen. Das ist der mit den zwei. Oh. Was ist der mit den zwei Waffen? Der geht super stark ab. Falls mich irgendwas in diesem Level killt, ist das der Typ. Weil der geht ab. Der geht ab. Und der tut auch diese komische Grütze da verbreiten. Diese Grütze ist einfach etwas, wenn ich in dieser Grütze bin, ist meine Ausdauer oder meine Ki-Regeneration stark verlangsamt. Und das will ich natürlich nicht, weil ich brauche Ausdauer, um überhaupt irgendwas zu machen. Wenn die stark verlangsamt ist, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Das hat er mich gekillt. Der, oh, der über den Angriff drüber. Aber ich kann diese Grütze loswerden, indem ich einen, da kommt die andere Sache, einen perfekten Keypuls mache. Wenn ich einen perfekten Keypuls mache, also einen Keypuls, der meine gesamte Ausdauer regeneriert, oder die gesamte rote Ausdauer, dann tut das diese Grütze um mich herum wegmachen. Und das ist sehr gut. Das finde ich sehr interessant, eine sehr interessante Mechanik, dass den Spieler, wow, wo ist das erste Mal, was ich heilen muss, den Spieler wirklich dazu bringt zu sagen, okay, du kannst nicht einfach nur pipapo irgendwie spielen, sondern du musst da wirklich versuchen, die Sachen, die Tools, die wir dir gegeben haben, so zu benutzen, dass es, wow, dir einen Vorteil gibt und nicht einfach nur so draufhauen. Also es rewardet gutes Spielen, um es zu sagen. Das ist besonders später wichtig, weil fast alle Bosse in dem Spiel sind Yokai und die machen auch die Grütze. Das heißt, gegen so ziemlich fast jeden Boss im Spiel muss man es drauf haben, perfekte Ki-Impulse zu machen. Oh, nice.
glaube ich, das erste Playthrough, das er mich nicht gekillt hat. Ist auch halt mein zweites, aber egal. So, und jetzt, wo wir ein bisschen Zeit haben, muss ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, es war einmal ein Bandit, der stand auf einem Dach mit einem Bogen. Und ich habe ihn vorbeigeschossen, war dann tot. Das ist eine Geschichte. Ja, ein bisschen ein schwerer Gegner, ein Samurai. Macht auch nicht viel. Ah. Er blockt leider. Ich bekomme ganz spät im Spiel, also wirklich erst auf letzten paar Stunden, eine Fähigkeit, mit der ich was gegen Blocks machen kann, aber nicht bis dahin. Ich kann zumindest versuchen, wenn die blocken, verlieren sie viel Ausdauer. Deswegen, wenn ich sehe, die haben nur noch wenig Ausdauer und die blocken, kann ich einfach sofort reinhauen und hoffen, dass ich die komplette Ausdauer wegmache. Und wenn die Ausdauer weg ist, kritischer Angriff. Ach ja, und by the way, für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben und sich denken, ha, lässt das ja einfach aussehen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, dass ich jederzeit wirklich so eine halbe Sekunde vom Tod entfernt bin. Also wenn ich einmal kurz einen Schritt zur Seite mache, der ein bisschen falsch ist, oder einmal einen Ausweichschritt falsch mache, bin ich sofort weg. Sofort weg. Also das kann super schnell passieren im Spiel. Und Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen genau. Wow, wow, wow. Ja. Ich war schon fast nach Hause gegangen. Tschüss. Da ist ein Kodama, aber ich kann ihn nicht nehmen, wenn ich im Kampf bin, weil die haben Angst. Hallo? Oh, da ist jemand. So, leuchtende Hände. Ah. Da sind leuchtende Hände, nicht packen lassen. Die sind zwar klein und sterben schnell und machen nicht viel, aber der Greifangriff, der zerfetzt einen einfach. Das lernt man aber auch alles erst, indem man schon ein paar Mal dran gestorben ist. Also, ja. So, hier gibt es wieder ein paar mehrere Pfade. Ich gehe einfach mal den Pfad hier links. Oder ich zeig mal kurz was. Man hat es vorhin schon zweimal gesehen, vielleicht diese Yokai, gegen die ich gekämpft habe, die zwei Oni mit den fetten Waffen. Die sind aus diesem schwarz-weißen Nebel davon gekommen. Und dieser Nebel, da sind Gegner drin, starke Yokai sind da drin. Aber diese Yokai kommen nur einmal. Das heißt, wenn ich zu einem Schrein gehe und bete, kommen die nicht wieder. Die bleiben weg. Es sind sozusagen so einmalige, richtig starke Gegner. Die muss man aber nicht bekämpfen. Und oftmals ist auch so ein bisschen damit rumgespielt, dass man sich sagt, okay, wenn man halt nicht gegen kämpfen will, dann geht man halt vorbei. Und ich bin gerade nicht so dabei, weil ich habe nur drei Medizin. Weil wenn man eher ein bisschen schneller durchs Spiel durchgeht, dann hat man nicht so viel Medizin. Weil Medizin kriegt man, indem man einfach gegen Gegner kämpft und Gegner killt. Und habe jetzt nicht so viel Gegner gekillt, weil ich einfach durchgelaufen bin. Deswegen kann ich mich nicht so oft heilen. Deswegen, ich kriege zwar nicht zu viele Schläge rein, aber ich kann mich gerade nur dreimal heilen. Normalerweise kann man sich zu dem Zeitpunkt vielleicht achtmal heilen. Deswegen muss ich hier wirklich super gut aufpassen und ich heile mich jetzt trotzdem mal, weil da kommt ein starker Gegner, auch ein super starker Yokai. Ich kann an ihm vorbeilaufen, wenn ich wollte. Aber ich kämpfe trotzdem gegen ihn. Aber der kann mich auch super schnell killen. Okay, Horn abgeschlagen. So, kann ich mal gleich sagen, was Yokai passiert, wenn die keine Ki haben. Da habe ich aber vorher gemeint, oh shit. Wenn Yokai keine Ki mehr haben, dann ist die Leiste rot. Und wenn die Leiste rot sind, kann ich die mit jedem Angriff benommen machen. Man sieht es ja gerade, mit jedem Angriff werden die benommen. Das heißt, beim Yokai kann man zwar normalerweise nicht benommen machen, aber sobald sie keine Ki mehr haben, dann kann man komplett reinschlagen und sie komplett zerfetzen. Muss halt nur aufpassen, weil nach einer gewissen Zeit haben die Yokai keine Lust mehr und machen einen Konterangriff, bei dem sie ihre Ki wieder erhalten. Dieser Konterangriff, den die machen, am Ende von ihrer Zeit ohne Ki, dieser Konterangriff ist zum Teil ziemlich stark und tut sehr oft auch diese Grütze verbreiten. Das heißt, man schlägt, wenn die kein Ki mehr haben, richtig fett drauf, richtig viel Schaden, aber muss dann sofort wieder weggehen, weil sonst macht die diesen fetten Konterangriff und dann ist man auch zum Teil einfach super schnell weg. So, hier ein bisschen durchbrennende Häuser. Wie gefährlich ist Feuer in dem Spiel? Ich kann diesen Satz nicht beenden, wenn ich ins Feuer gehe, deswegen nein. Ich bin so schnell weg. Nein. Also die HP-Leiste ist... Deswegen mache ich das gar nicht erst. Hier auch wieder ein bisschen gucken, wer wo ist. Headshot geben. Der fällt runter. Und er ist weg. Hier oben ist auch noch jemand. Hab ich? Okay, ich hab
gibt zwei Arten von Pfeilen. Kann man wechseln mit einem Tastendruck. Die ist stärker. Ja, komm. Was? William hat sich bewegt. Na egal. Wow, okay, ich dachte, ich könnte mich nicht mal hier treffen. Wobei immer wichtig, Gegner kontrollieren, aufpassen, wer wo ist. Und dann ist das alles kein Problem. Jetzt denken Leute, ich kann nicht zielen. Normalerweise quickscope ich die mit einem 360. Hey, okay, hier aufpassen. Es ist immer so, das passiert so häufig in diesen Spielen ähnlich sind. Man kommt immer so hin und denkt sich, oh, da ist ein Gegner, gehe ich mal hin und plötzlich sind da zwei Gegner. Und wenn ich den hier oben nicht gesehen habe, hätte, wären es drei Gegner. Also man muss immer gut aufpassen, wo sind welche Gegner. Und wenn man sich nicht sicher ist, weil vielleicht Ecken da sind, dann wirft man halt mal einen Stein. Ich stehe da hinten nicht. Hallo? Oh, hallo. Ja, so schnell kann es passieren und da bin ich tot. Für alle Leute da draußen, die sich das Spiel noch nicht kennen und sich gedacht haben, ist ja leicht, ne? Ist ja leichtes Spiel, ne? Nein. So, jetzt sind zwei Sachen passiert. Zum einen, ich habe kein Amrita mehr, ich habe alles Amrita verloren. Ist noch was Zweites passiert, und zwar, ich habe meinen Schutzgeist verloren. Was dran wichtig ist, meinen Schutzgeist verloren zu haben, erkläre ich später, wenn ich von belebter Waffe rede. Belebter Waffe ist was, was ich in einer Cutscene am Anfang des Spiels benutzt habe, um diesen einen Boss zu killen. Also mal kurz aufpassen. Na, ich gehe ein bisschen sicher den Weg. Belebte Waffe ist einfach so ein Modus, den ich aktivieren kann. Und wenn ich diesen Modus aktiviere, bin ich super stark. Ich habe unendlich Ausdauer, ich habe unendlich Lebenspunkte. Keiner kann mir überhaupt irgendwas und ich werde zum absoluten Killing Machine. Aber ich brauche dafür meinen Schutzgeist und den habe ich gerade nicht. Das heißt, ich kann gerade eben meine lebende Waffe nicht aktivieren. Hallo. Tschüss. Es lohnt sich nicht so sehr, Gegner nochmal zu töten. Also man bekommt natürlich noch mehr Gegenstände, Ausrüstungsgegenstände. Man bekommt mehr Amrita, Zeug, das allgemein mehr Ressourcen. Aber wenn man einfach durchs Spiel durch will, wie ich gerade, dann lohnt es sich nicht wirklich. So, hier noch ein kleiner Tipp zum Zielen. Wenn ich mal ein bisschen daneben zielt, kann man anstelle sagen, okay, ich ziele jetzt so irgendwie drauf, einfach William bewegt und dann einfach so zielt. Weil damit kann man sehr präzise zielen, einfach William bewegen. Easy. So, auch mal gegen den Typen hier oben. Der kriegt Fallschaden. Der kommt her. So, dass ich meinen Schutzgeist habe, sieht man by the way ganz links oben im Bildschirm. Da sieht man gerade ein kleines Bild von so einem kleinen Hündchen, das sehr komisch aussieht. Und das ist mein Schutzgeist. Und der funkelt und leuchtet gerade. Wenn der funkelt und leuchtet, heißt es, oh, Schutzgeist ist aktiv, du kannst coole Sachen machen. Zum Beispiel Leuten einen Headshot geben. Kann ich noch einen Headshot geben? Nein, Nando stellt sich valiant davor, dass ich noch einen Headshot nachgeben kann. Ich mag Speere nicht. Speere sind super stark in dem Spiel, weil man die nicht so schnell benommen machen kann und die sehr viel sehr Reichweite haben. Und man kann mit denen stark blocken. Die haben einfach alles. Ich mag Speere nicht. An Gegnern zumindest. Die zwei dümmste Waffe in meinem Spiel, in meiner Meinung nach, an Gegnern zumindest, sind Äxte, weil die machen ähnliche Sachen. Die sind einfach sehr stark, sehr viel Schaden, können sehr stark blocken, ohne Ausdauer zu verlieren. Sehr große Reichweite. Die fangen früh mit ihren Angriffen an, einfach allgemein nicht ganz so leicht zu bekämpfen. Hallo. Hallo? Zum Glück haben die keine Ahnung, wie man eigentlich kämpft, weil, kleiner Hinweis, wenn man 5 Sekunden braucht für einen Angriff, ist das nicht ganz so gut. So, ich kann eigentlich zum... Ja, kann eigentlich Richtung Boss gehen. Gibt eigentlich nicht mehr so viele wirkliche Sachen, die hier wichtig zu machen sind. Also ich kann hinten noch... Also hinten gibt es einen kleinen Shortcut, den ich aktivieren kann. Also einen schnellen Weg zurück zum Schrein. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt gleich um die Ecke noch einen Shortcut, der viel besser ist. Also wie soll den einen nehmen, wenn der andere gleich um die Ecke ist und der ist viel besser? Weiß ich nicht, passiert öfters in dem Spiel, aber naja. Besser mehr Shortcuts als weniger. So, ich gehe gleich mal hoch zu dem Schrein, weil wenn ich einen Schrein aktiviere, kommen die Gegner gleich wieder, deswegen müsste ich die gleich doppelt umhauen.
nicht so doppelt umhauen, wenn man einfach nur einmal umhauen kann. So, ein letzter Kodama noch. Es gibt, ich habe sehr viele Kodama übersprungen, aber pff, wie gesagt, so wichtig sind die nicht. So, es kommt ein Boss. Ich habe 3 Medizin. Was eigentlich viel zu wenig ist, aber muss ich halt ein bisschen Schweiß aufbringen und vielleicht ein paar Tode. So, viel wichtiger ist jetzt erstmal, ja, Ruf ist eine ganz andere Mechanik, die komplett unwichtig ist. Ich brauche Gott des Windes. Und ich glaube, ich brauche, oh, ich kann es nicht nehmen, egal. Ja, sagen wir alles, was ich brauche. Gut. Das ist eine der hackkrakeligsten Stellen im Spiel jetzt, wenn man hier den ersten Boss macht und man hat sehr wenig Medizin. Ich glaube, ich kämpfe erstmal noch ein bisschen, bevor ich reingehe. Mal kurz zur Regie, habe ich noch 10 Minuten? Okay, dann lohnt es sich nicht, jetzt zum Bosskampf zu gehen. Ich mache noch ein bisschen die Sachen drumherum, weil es gibt noch ein ganz anderes Gebiet hier, was ich sonst übersprungen hätte. Deswegen mache ich erstmal das Gebiet hier. Oh, okay. Es gibt nur einen Grund, by the way, warum ich das Spiel mit Sound spiele, weil sonst wäre es eigentlich nicht nötig gewesen. Wenn Gegner einen hören, macht es Geräusche. Das heißt, wenn man jetzt einfach so gegen jemanden kämpft und plötzlich hört man so ein Geräusch im Hintergrund und vielleicht auch einen, der was schreit, dann weiß man, oh, da ist gerade noch ein Gegner, der gleich auf mich zurennt. Da muss man super aufpassen. So, jetzt auch ein Gegner, der kann mich von der Lebenspunkteanzahl instant umhauen. Na, egal. Falls ich sterbe, ist okay. Hallo. Ich will nicht da drin kämpfen. So, vorne ist ab. Kritischer Angriff. So, der ist sehr stark, weil er hat einfach. Er macht einfach viel Schaden. Er hat kein starkes Moveset, aber er macht einfach viel Schaden. Ich will nicht heilen, ich brauche dich für den Boss. Okay, den Angriff hätte er mit einer Combo versehen können, hat aber nicht gemacht. Das machen Gegner manchmal, dass sie sagen, okay, ich habe so eine Combo, die besteht aus 2 Schlägen, aber manchmal mache ich nur einen oder manchmal mache ich 3. Man muss da immer gut aufpassen, man kann da nicht immer genau sagen, was Gegner machen. Man kann immer nur so abschätzen, was Gegner machen. Nicht der Angriff. Da kommen Klötze. Das war nicht perfekt. Oh, nochmal Klötze. Ich habe einen anderen Gegner bekommen. Der ranged ist. Ich muss kurz Gegner kontrollieren. Gegner kontrollieren ist sehr wichtig in dem Spiel. Es ist Teil des Kampfes, Gegner zu kontrollieren. Also ich weiß, es gibt vielleicht Leute, die so sagen, er rennt ja weg. Es gehört dem Spiel dazu, Gegner zu kontrollieren. Deswegen ist da nichts anderes mit dabei. Denn wenn ich einfach gekämpft hätte, wäre ich jetzt tot. Garantiert. Aber so kann ich weiterkämpfen und nicht tot sein. Yay. Passiert. Ja, manchmal tut Gegner einfach mal kurz so schnipsen und dann ist man tot. Passiert. Naja, aber zumindest ist das auch ein guter Zeitpunkt, um kurz Pause zu machen, denn ich habe Durst. Und ja, dann können wir im nächsten Teil uns gleich weitermachen, die Gegner umhauen und hoffentlich den Boss mitwinnen. Man sieht sich.